Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Hashtag Mut zur Farbe. Ja, und zwar geht es jetzt um den goldenen Oktober. Ja, wir haben schönes Wetter, die Sonne scheint. Und ja, da haben wir halt das Thema goldener Oktober, das passt ja. Soweit habe ich soweit alles vorbereitet. Kajal habe ich sogar schon drauf. Ja, ich habe sogar, ich schmink mich heute mit dieser Palette, mit der Huda Beauty in Anführungsstrichle. Möchte ich mich heute mal schminken mit dieser, weil ich habe mich noch nicht mit der Palette geschminkt. Ja, und Pinsel habe ich gewaschen, allesamt schön sauber, seht ihr. Noch nichts mit gemacht mit meinen neuen Pinseln, fast neu. Nee, habe ich wieder schön sauber gewaschen. Gestern war Pinselwaschtag und ja, darum habe ich jetzt meine Pinseln alle gleich sauber, mein Duttkissen habe ich auch gleich mit ausgewaschen und ja. Da wo ich die Pinsel immer zwischenreinige, ne? So, dann fangen wir an, würde ich sagen. Ja, wie fangen wir an? Ich würde mal sagen, ich fange mal mit dem Moondust erstmal an. Das ist ja matte Farbe. Das wird schon noch alles verstärkt, ne? Mit dem gleichen Pinsel gehe ich mal in Suede rein. Ja. Am anderen Auge auch. Suede, das ist ja Farbe dunkler. Ja. Geht's euch gut? Mir geht's gut soweit, ja. Und ja. So. Dann gehe ich mal in Sandalwood rein mit dem. Schauen, wie viele Farben, dass ich heute verbrauche, oder nicht verbrauche, ist ein blödes Wort, also mit wie vielen Farben ich das mache, dass ich das Ergebnis hinbekomme, dass mir das gefällt, meine ich. Weil eigentlich ist mir das noch zu. Dann gehe ich mal in das Coco rein. Das Coco haben wir gesagt, ja. Thank you.
Desktop, das ist Desktop. Hier, dann würde ich sagen, machen wir mal den Windschutz sauber und gehen wir dann mal in Maneater rein. Das sind jetzt überwiegend solche Dings, matte Farben. Das Glänzende kommt dann noch. Na? Jo. Ach, im Bossi war ich gar noch nicht drin. Könnte man auch noch machen, Bossi. In Bossi könnte man noch rein. Dann haben wir viele Dinge. So, dann kommt das andere dran. Soweit. Das ist jetzt ein Creme. Lidschatten von Art Deco. Finger sauber machen. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn die Finger schmutzig sind. So, jetzt habe ich mal so den Zähnen auch wieder. Ja. Und dann ich könnte ja da auch das Gold nehmen, aber ich möchte jetzt mal das andere Gold nehmen. So. Ja, würde ich sagen, so gefällt mir das schon mal ganz gut eigentlich. Pinseln wieder reinstecken da, die wo. So, sauber.
sind. So, dann gehe ich hier mal in das Bay. Wo wollte ich das eigentlich haben? Jetzt gehe ich in das 24 Karat rein. Nur ein bisschen. Das Auge schon gemacht mit dem. Ich bin ja ein. Glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Machen wir es halt nochmal. Falls ich es schon gemacht haben sollte, mache ich es halt nochmal. Das ist ja nicht so schlimm. Halt, ich brauche noch ja für den unteren Wimpernkranz. Brauche ich ja auch noch was, dann nehmen wir mal jetzt Sandalwood. Gib's bloß rein, also ich rühre da nicht so schlimm drin rum, sondern ich gib's nur rein. So, dann gehen wir mal nochmal in das Suede. Gut. Das Augen-Make-up steht, würde ich sagen. Ja, ich habe den gar nicht gebraucht. Ja, dann die Wimpern. Die Wimpern kommen dran. Habe ich nicht das. Ich hab so, ich hab wieder nix. Schlimm wieder bei mir heute. Heute ist wieder gar nichts, wo es funktioniert. Ihr seht es schon, ne? Ja. Und beim Duschen bin ich immer leise, das ist schlimm. Ja, vielleicht schneide ich das auch raus, weil sonst wird es euch zu langweilig. Okay. Die geht immer noch. Ich habe schon gemeint, die geht zu Ende, aber nee, die funktioniert immer noch und
solange es noch funktioniert, wird sie natürlich so lange aufgebraucht. Denn wir wollen nichts verschwenden. Nee, ich habe wirklich mein Handy schon noch einwandfrei. Ganz gut heute Swimbern duschen. Manchmal geht's gut, manchmal weniger gut. Das ist immer keine Ahnung. So, auf jeden Fall kommen die unten jetzt dran. Zwei Schichten oben, das reicht. Und bei den, oh mein Gott, das ist ja blöd hier. Boah. Die ist ja total verschmiert, die Dünne hier. Wow. Die ist ja total versifft. Nee, das ist schwach. Ui. Das ist ein blödes Ding. So, da ist mir von der Wimperndusche was runtergefallen. Das kann man dann, wenn es angetrocknet ist, gut abmachen. So, dann machen wir weiter. Wir tun konturieren. Na, wenn ich mich schon schminke, das Armo, dann will ich es ja voll machen. Also. So, mit dem Honolulu von W7, mit dem Browser, ne, habe ich gebraust. Blush nehme ich von Essence aus der Cinderella. E habe ich diesen Blush. So. Yeah.
Stückchen. Ja, man macht ja alles nach oben. So habe ich mir das vorgestellt, ja. So, Blatt haben wir auch wieder. Nichts überblascht, nö. Wundert mich, dass ich mich nicht überblascht habe. Ja, jetzt brauchen wir einen Highlighter. Da habe ich dann diese Polster, diese Highlighterperlen. Und dann gehen wir mal daher und so. Ja, ne? Geht. Ja. Jo. Passt. Glänzt. Können wir eigentlich noch eine Ladung drauflegen. Man kann es ja aufbauen. So. Okay, ja, dann würde ich das so lassen. Ist dezent, es ist nicht so schreiend und ja, dann mache ich, ne, denn da wollte ich und dann von Trend It Up nehme ich einen Lippenstift. Farbe. Das ist Highshine Lippenstift, die Nummer 040 Shiny. Das ist die da. So. Dann habe ich extra, ja, das bin ich mir. Ich habe mir meinen Konturenstift und Highlighterstift zurückgelegt, dass ich das benutze. Nein, was mache ich? Ich benutze. Oh, schlimm. Ich bin schlimm manchmal. So, jetzt kommt da noch ein XXL Shine Lipgloss drüber. Weiß noch nicht. Was noch nicht shiny genug ist. So. Jetzt, ach so, das ist jetzt mein Beitrag zum Thema Goldener Oktober. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, gefallen und ja, meine Lieben, ich kann euch einmal mehr holen, damit ihr das Amo besser sehen könnt. Ja. Ja. So ist es von nahen und so ist es von der Weide. Ich weiß, in meinem Alter sollte man nichts Glänzendes mehr tragen, aber es ist mir sowas von Schnuppe.
mir gefällt, selbst wenn ich Krokodilsaugen habe, auch egal. So, meine Lieben, und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und schaut auch bei den Mädels, bei der Steffi und bei der Kirsten vorbei. Sind natürlich wieder verlinkt in der Infobox. Tschüssi, meine Lieben.